Bist du ein Kleinunternehmer im Nebenerwerb, regelbesteuert oder ganz was anderes? Das sind die Fragen, mit denen jedes Jahr mehrere hundert Menschen zu uns in das Institut für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung kommen. Und mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer und werde diese Fragen heute beantworten. Nun, die große Frage ist, was ist überhaupt ein Kleinunternehmer, was ist Nebenerwerb und welche Konsequenzen hat es überhaupt? Und ich zeige dir ein ganz einfaches Schaubild, mit dem du deine Zukunft verstehst, was der Unterschied ist. Denn der Begriff Kleinunternehmer, der hat zunächst mit deiner Gewerbeanmeldung gar nicht so viel zu tun, denn bei dem Begriff Kleinunternehmer geht es alleine um die Umsatzsteuer. Das bedeutet, musst du auf deine Dienstleistung, die du verkaufst, musst du da 7 oder 19% Umsatzsteuer raufschlagen. Und hier bietet der Gesetzgeber einfach an, damit es für dich leichter ist, damit du weniger Arbeit hast, aber auch damit das Finanzamt weniger Arbeit hat, dass du bei einem Umsatz von weniger als 17.500 Euro, und ich spreche hier von Umsatz, nicht von Gewinn, dass du einfach unter deiner Rechnung schreibst, ich bin nach § 19 Umsatzsteuergesetz von der Umsatzsteuer befreit. Und das musst du auch dem Finanzamt melden, denn dann wirst du auch so gespeichert und musst diese Umsatzsteuermeldung im Monat und die Erklärung am Ende des Jahres nicht machen. Nun, was ist nun das Gegenstück zum Kleinunternehmer? Das Gegenstück zum Kleinunternehmer, das ist der Zustand der sogenannten Regelbesteuerung. Regelbesteuerung heißt also, dass du auf all deine Produkte zwar die 19% aufschlagen musst und auf deine Dienstleistung, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn du einen Laptop kaufst, eine Maschine, ein Gerät kaufst und da ist 19% Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer mit drauf, dann ist das für dich, wird es umgewandelt in Vorsteuern, du kannst dir dieses Geld erstatten lassen. Das kannst du als Kleinunternehmer nicht. Und das ist dann auch wichtig zu überlegen, wenn du gründest und du hast Investitionen von 50.000 Euro. Nun, da sind da knapp 10.000 Euro Vorsteuern für dich drin, auf die du als Kleinunternehmer auf keinen Fall Anspruch hast. Als Regelbesteuerter wiederum kannst du dieses Geld zurückverlangen. Nun, was macht nun Sinn für dich zu beantragen? Also in der Regel, wenn du im Nebenerwerb oder klein startest, ganz wenig Umsätze hast, also unter 17.500 Euro und vielleicht sind deine Kunden auch noch alles Privatleute, die sich sowieso die Umsatz- oder Mehrwertsteuer nicht zurückziehen können, nun, da macht es vielleicht Sinn, dass du als Kleinunternehmer startest. Da musst du nicht jeden Monat eine Meldung machen ans Finanzamt. Wenn du aber sagst, du hast große Investitionen und deine Kunden sind vielleicht auch alles Unternehmer, für die es egal ist, ob du brutto oder netto die Rechnung stellst, dann optiere am besten auf die Regelbesteuerung. Und gerade am Anfang, wenn du mehr Kosten, mehr Ausgaben hast als Einnahmen, kriegst du vom Finanzamt immer wieder was zurück. Nun, wenn du nun einen Nebenerwerb anmelden möchtest oder musst, was bedeutet das überhaupt? Nun, das hat in der Regel was damit zu tun, wie viel Zeit du in deine Firma, in dein Gewerbe steckst. In dem Fall bedeutet Nebenerwerb weniger als 15 Stunden in der Woche und es hat den Vorteil, dass du verfügbar bist. Verfügbar heißt, dass wenn du als Angestellter deinen Nebenerwerb gründest und dann zum Arbeitsamt gehst, dann bist du aus der Sicht der Agentur für Arbeit immer noch verfügbar zur Vermittlung für eine Vollzeitangestelltenbeschäftigung oder, wenn du nicht gleich vermittelt werden kannst, hast du Anspruch auf ALG 1. Das ist also diese Voraussetzung, dass du ALG 1 bekommst und später Gründungszuschuss. Das Gegenteil vom Nebenerwerb ist dann auch der Vollerwerb. Und der Vollerwerb, nun, da kennst du schon die Formel, ist alles, was größer als 15 Stunden in der Woche ist. Wenn du also mehr als 15 Stunden in der Woche arbeitest und du hast das auf deiner Gewerbeanmeldung bei der Frage Nummer 16 auch angekreuzt, so wird diese Tätigkeit im Nebenerwerb betrieben? Nein, heißt Vollerwerb. Und wenn du dann zur Agentur für Arbeit gehst, nun, dann kriegst du kein Arbeitslosengeld 1, weil du nicht mehr verfügbar bist. Also mit Nebenerwerb und Vollerwerb, das hat nur was damit zu tun, wie viele Stunden du in der Woche arbeitest. Meine Empfehlung natürlich ist es an dich, dass du am Anfang eine Nebenerwerbsmeldung machst. Da hast du die Vorteile, dass du die Kosten schon absetzen kannst. Du hast die Vorteile, dass du dir schon Angebote von Großhändlern machen kannst, zu Einkaufspreisen, Händlerpreise. Und du hast später die Möglichkeit, immer noch als verfügbar geltend bei der Agentur für Arbeit dann ALG 1 und Gründungszuschuss zu beantragen. Und auch beim Jobcenter hast du die Möglichkeit, wenn du nur im Nebenerwerb bist, später noch Einschießgeld nach § 16b StGB II zu beantragen. Zusammenfassend also,
kannst du alles sein. Du kannst sein Kleinunternehmer im Nebenerwerb mit weniger als 15 Stunden. Du kannst aber auch Kleinunternehmer sein, zum Beispiel Pediküre, Maniküre, Kosmetik, irgendetwas machen und du arbeitest 30 Stunden in der Woche. Du kannst aber auch regelbesteuert sein als Nebenerwerber. Du kannst also als Angestellter dein Gewerbe anmelden und trotzdem auf Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer optieren, damit du die Vorsteuer dir zurückerstatten kannst. Du kannst aber auch regelbesteuert sein und im Vollerwerb starten. Also alles ist von der Kombination möglich. Nur eins mach nicht. Hau das nicht durcheinander, was hier das Umsatzsteuergesetz betrifft und was dann nach der Gewerbeordnung die Zeit betrifft, die du pro Woche in deinem Unternehmen arbeitest. Solltest du jetzt noch Fragen haben, wie du dich anmeldest, wie die Unterschiede sind, was für dich am besten ist, welche Rechte und Pflichten du zu beachten hast, welche Fristen vor allem, dann kannst du gerne jetzt den Gutschein hier im Anhang nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir setzen uns dann mit dir zusammen, analysieren die Situation und können dir auch Fördermittel beschaffen für die Beratung. Und gerne kannst du unseren Kanal jetzt abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.